Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute spielen wir eine neue Runde Minecraft und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir waren da oben an unserem Baumhaus stehen geblieben. Aber uns ist die Wolle ausgegangen, wir haben jetzt nur noch 49. Das sollte vielleicht reichen, aber ich wollte jetzt erstmal hier das Schafsgehege ausbauen. Ja, brauchte mich gar nicht so anzuglotzen. Ja, würde ich sagen, wir legen direkt los. Ich habe überhaupt keine Zange mehr, fällt mir gerade auf. Fahren wir jetzt erstmal ein bisschen Holz ab. Ich müsste auch mal wieder ein neues Holz pflanzen. Weil, sonst gehen wir hier bald die Bäume aus. Und das wäre nicht so gut, glaube ich. Das hier wird ja auch irgendwann mal erweitert. Das müsste ich eigentlich auch mal abpflanzen. Scheiße. Von daher, erstmal zur Werkbank gehen. Werkbank. So. Super. So, das ist eigentlich das Praktischste, dass es das jetzt gibt mit diesem Rezeptebuch oder wie das heißt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Hey! So. Falls man es hört, ich bin immer noch krank. Von daher rede ich auch aktuell nicht so laut. Kann ich jetzt aber auch momentan nichts dran machen. So, wir müssen aber hier, das ist wie bei so Ziegen, die müssen dann hier wie so Bergziegen, müssen dann hier hochklettern. Weil hier so ein Berg ist. Da war wieder die altbekannte Fledermaus. Immer so gut wie jeder Folge euch begrüßt. Ich habe ja auch letztens Hunde in dem Waldabschnitt gesehen. Ich hoffe, die zerstören jetzt die Schafe nicht. Weil das wäre nicht so praktisch. Sonst können wir unser Wollerhaus nicht weiter bauen. So. So. Das sollte doch erstmal ausreichen hier. Wenn man einfach so gut geht. So, so. So, 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 so. Aber hier das können wir abtragen. Ich habe jetzt hier keinen Bock, den ganzen Wald hier abzutragen. Den ganzen Berg. So, dann haben wir doch schon wieder ein bisschen mehr Lebensraum für die Schafe abgesichert. So, dann machen wir das hier auf. Ja, kommt rein hier! In euer neues Gehege. So, viel Spaß da draußen. Los, nutzt die Fläche aus! Ich muss nur mal kurz gucken, ob hier auch wirklich alles... Und hier können wir rübergehen. Das Schaf will es uns direkt vormachen. So, jetzt kannst du es aber nicht mehr. Ich tue gerade ein Schaf nachmachen. Ey. Falls hier ein Ausbruch
einen Ausbruchsplan versuchen, komme ich denen sofort in die Quere. Habt ihr keine Chance. Ach, uns sind alle Schafens groß geworden. Entscheren wir die jetzt mal und dann können wir die auch schon wieder füttern oder wieder vermehren. Genau. Genau. Jetzt haben wir auch mehr Gras, was wir dann essen können. Das ist auch gut. Alles klar, Digga. Da hat man mal kurz im Hintergrund den Livestream von CSGO. Hey, hat man kurz mal den Livestream von CSGO offen. Und auf einmal geht der Sound an. Kommen hier. Alle. Kriegt alle was. Hier, macht Kinder. Macht Kinder. Macht alle Kinder. Macht alle Kinder. Ah! So, jetzt müssen wir da oben noch ein bisschen ausleuchten. Mit einer Fackel. Meine habt ihr sie dunkel. Aus dem Weg. So. Guck mal. Jetzt ist doch hier schön chillig. Alter, guck mal, wie das leuchtet. Eieiei. Das ist ja meine. Hier ist mein Werkzeug hin. Jetzt kann man richtig viel scheren. Unser. Wir können weitermachen. Bald mit dem Baumhaus. Dann haben wir schon fast wieder zwei Stacks volle. Weil ich will auch nicht, dass das da oben das einzige Baumhaus bleibt, sondern das soll ja weitergehen hier. So. Das soll ein richtiges Dorf werden. Darf ich da durch? Dankeschön. So. Gute Nacht. Ich gehe jetzt schlafen hier. So. Ah, guten Morgen. Hier unten müssen wir auch eigentlich mal was hinpflanzen. Falls ihr da Ideen habt, könnt ihr das ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Okay, wir machen mit dem Weg weiter. Ja, hier war mal richtig, aber ich brauche mal ein bisschen mal was wegmachen. Wolle. Wolle. Holz, Holz. Holz. Zuckerrohr. Glasscheibe. Hier Sand. Dann das hier. Hier unten rein. Ja, das soll das eigentlich alles schon mal ganz gut sortiert sein. Wir könnten ja mal jetzt Zuckerrohr erstmal abfahren. Dann hätten wir das nämlich auch schon mal erledigt. Ach stimmt, hier wollte ich ja sie. Slabs wollte ich ja hier hinsetzen. Am besten brauche ich noch Dings, eine Kuhfarm. Dann kann ich mir mehrere Kuhscherregale machen und so. Für Leder. Perfekt. So. Wie gefällt euch eigentlich hier mein Facecam-Rahmen hier unten? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Habe ich es selber gemacht. Ich hoffe, der ist jetzt nicht so groß. Und lenkt auch nicht so stark ab. So. Müssen wir mal kurz, was ist das denn hier? Ach, hellgrau.
Wir wollen ja den Weg weitermachen. Von daher machen wir das einfach so. Das sollte erstmal ausreichen. Scheiße, meine. Ah, ne, ich hab noch eine zweite Schaufel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, du guckst jetzt genau zu, wie ich das hier mache. Erstmal gucken, wie geht's denn hoch dann. So. Ja, hier. So. Dann geht's. Ja. Hallo. Dann geht's hier hoch. So, andersherum, so, so und so. Genau. Problem! Mann! Das ist kompliziert hier so. Den willst du berg hoch zu machen. Nein, das wollte ich nicht machen. Hier. Geschenkt dir was. Eine wunderschöne Rose. Und noch eine wunderschöne Rose. Liebe auf den ersten Blick, Kappa. Sieht auch schon mal ganz gut aus hier. Ich wollte mich gar nicht so blöd anzugucken, hier schau, wie es. Nein. So, perfekt. Guck mal, sieht doch schon ganz schön aus hier. Oder, Schafis? Wunderschön, oder? Ach, könnt ihr eh nicht sprechen. Sieht ein bisschen so aus, als würde hier das Feld auf dem Wasser rumschwimmen. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Wir nehmen 15 Minuten. Ja, dann können wir doch nochmal. Was soll man essen hier? Okay, das machen wir dann. Dann fahren wir erst einmal zu unserem Haus, zu unserem Baumhaus. Wir so nochmal kurz davor. Wolle einsammeln und den restlichen Shit aus dem Inventar heraushauen.
Genau. So, ein bisschen Zuckerrohr. Blumen. Dann hier Sand und Glas. Perfekt. Dann fahren wir ab. Dann fahren wir. Ja, wir fahren da hoch. Mit jedem AMG. Let's go. Können die Boote eigentlich schon mal kaputt gehen? Ich will das nämlich nicht ausprobieren. Sonst muss ich alles wieder zurückschwimmen. Perfekt. Boah, sieht das geil aus hier. Schnell weitermachen. Ich mache gleichzeitig Tutorials, wie man einen Weg baut, wie man ein Baumhaus baut. Ein modernes. Ist ja eher kein Baumhaus, ist ja eher eine moderne Villa. Ist die Villa Kunterbunt. Toll, ich habe nur eine Glasscheibe. Bam! Nein, habe ich hier. Jawohl. Muss man sich teilweise echt konzentrieren. Durch den Schilder sehe ich halt eben nicht die Kanten. Oh, wow, geil! Sieht geil aus schon mit der Sonne. Ja, das Baumhaus müssen wir halt eben noch einrichten dann. Beziehungsweise die Villa auf dem Bau. Mal ehrlich gesagt, mir kommt es gar nicht so vor, als wär's die Villa. Das ist für mich eher scheiße. Ich wollte ja hier noch einen Balkon hinbauen. Warte, wo ist denn hier die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Wie wär's mit einer Fackel? Ich hoffe, dann fackelt aber nicht das Haus hier ab. Ich weiß ja sonst, wo man hier eine Fackel hinstellen soll. Hier ist ja alles aus Glas. Naja, hier können wir. Aber auf Glas kann man ja nichts machen. Stellen. Wow. Jetzt habe ich keinen Glasschaden. Boah, das sieht geil aus. Da habe ich aber schon wieder was Schönes hingezimmert.
Das steht schnell der Silchebogen. So. Hier, weil ich gerade nach oben gucke, mit einem schönen Sternenhimmel. Wow, Alter, mit dem Sternenhimmel. Ist schon schön hier. Zack, mit Geländer noch. So, dann bauen wir uns hier mal ein Bett. Wir können natürlich schon. Ja, komm, wir machen ein Doppelbett direkt. Obwohl, das ist asymmetrisch, fällt mir gerade ein. Nee, komm, wir tun das erstmal hier so. Wir können natürlich auch auf dem Balkon schlafen. Wenn wir das wollen. Ey, wollen wir auf dem Balkon? Ja, lass mal auf dem Balkon. Guck. Alter, was eine Aussicht! Wie kann man denn beim Schlafen schön haben? Alter. Oft sage ich noch Alter. Ich weiß es nicht. Dann müssen wir in den Nether. Dann könnte ich nämlich richtig geile Stufen bauen. Also fürs Erste stelle ich das einfach jetzt mit hier hin. So. Das sieht Hammer aus. Da kann man auf unser gesamtes Flächen, auf unsere gesamte Fläche gucken. Und hier kann man Körperramanua. So. Let's go. Nochmal zu unseren Schafis, ein bisschen Baumaterial holen. Und dann möchte ich auch hier auf jeden Fall, hier vorne irgendwo. Also da vorne, da irgendwo. Möchte ich auf jeden Fall ein weiteres Rollerhaus bauen. Richtig viel moderne Häuserraum erzählen. Ne, Schafis? Dank euch! Kommt her. Hier. So. Schnipp. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Schnipp. Schnapp. Nein. Scheiße. Schnipp, schnapp. Schnipp. Schnipp. Schnipp, schnapp, 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 schnapp. Boah, Digga. Die sind ja auch schon wieder alle groß, kann das sein? Die sind ja alle schon wieder groß, Digga. Kann man ja unendlich weitermachen. Eieiei. Hey, verarscht ihr mich? Toll, kann ich wieder überall durch die Gegend rumlaufen? Ich hab gleich wieder genug Material, Baumaterial.
Immer wenn ich das Geräusch höre, werde ich kippe. Ab hier. Ja, okay, das reicht jetzt hier mal. Es reicht! Ich gehe jetzt einfach. Ich nehme aber nur mit. Wieder alle hängen. Ach, wie so Bergziegen. Eieiei, haben wir jetzt wieder viel Wolle. Das reicht auf jeden Fall. Für unseren Next Villa, glaube ich. Wie viel Uhr? Wie viel? Dann nehmen wir schon auf. Okay, 26 Minuten. Sortieren wir schnell hier Dings ein. Das Ganze ein hier. So, so, so. Dann habe ich eigentlich noch hellgraue Wolle. Die will ich gar nicht. So, aber damit würde ich aber auch schon sagen, das war's in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, bitte schön einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und drückt auf die kleine Glocke. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.